Hallo, ihr Neugierigen. Obwohl man immer wieder etwas über Seitensprünge oder Affären der Stars hört, gibt es in Hollywood auch Paare, die allen zum Trotz beweisen, dass die wahre Liebe wirklich existiert. Und ihre Liebesgeschichte wäre schon an sich eines Drehbuchs für eine romantische Komödie wert. Ja, ein solches Paar ist auf jeden Fall, nein, nicht Ryan Reynolds und Blake Lively. Vielleicht habt ihr sofort an sie gedacht, aber über sie haben wir bereits ein Video. Nein, ein anderes solches Duo sind auch Emily Blunt und John Krasinski. Und heute werden wir euch eben von ihnen erzählen. Wisst ihr, wie sie sich kennengelernt haben? Was erzählen sie in den Medien über sich selbst? Ja, das alles werdet ihr gleich erfahren und auch davon, wie Emily für die Rolle im Film ihres Mannes kämpfte. Wir berichten über all das und noch viel mehr, also bleibt dran und jetzt erinnern wir euch noch daran, unseren Channel zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben. Fertig? Also, es geht los! Aber bevor wir euch von der Liebe erzählen, die diese zwei erfolgreichen Hollywood-Stars vereint hat, müssen wir sie kurz vorstellen. Und wir beginnen mit John Krasinski, der am 20. Oktober 1979 in Newton, Massachusetts in den USA als jüngster von drei Brüdern geboren wurde. Seine Mutter war Krankenschwester und sein Vater Arzt. Mütterlicherseits hat John irische Wurzeln, väterlicherseits polnische. Wie der Schauspieler in einem Interview zugab, waren seine europäischen Wurzeln immer sehr wichtig in seinem Leben. Als sein Vater in den Ruhestand ging, nahm der Schauspieler ihn mit nach Europa und sie besuchten ein wenig die Heimat ihrer Vorfahren. Und Krasinski sagte noch, dass es für ihn eine sehr emotionale und unvergessliche Reise war. John machte seine ersten Schritte in der Schauspielerei in der Highschool und trat in dem satirischen Stück von BJ Novak auf. Novak wurde später auch Schauspieler und außerdem Co-Autor der Serie Das Büro, einer Produktion, die auch Krasinski berühmt gemacht hat. Aber dazu sagen wir gleich noch etwas mehr. Nach der Highschool hatte der Schauspieler vor, einen Masterabschluss in Englisch zu machen. Aber bevor er sein Studium begann, unterrichtete er ein Jahr lang Englisch in Costa Rica. Schließlich schloss er aber das Studium an der Brown University mit Auszeichnung ab. Danach begann er ein Praktikum für Drehbuchautoren der Sendung Late Night with Conan O'Brien. Und später wurde er sehr populär durch die Rolle als James Jim Duncan Halpert in der bereits erwähnten Kult-Sitcom Das Büro, das in den Jahren 2005 bis 2013 ausgestrahlt wurde. Auf der großen Leinwand debütierte er mit einer kleinen Rolle im Film Kinsey – Die Wahrheit über Sex. Danach spielte er noch in Episoden von solchen Produktionen wie Jarhead, Willkommen im Dreck, Liebe braucht keine Ferien. Dann wurde er noch eine Zeit lang Spezialist für romantische Komödien und so konnte man ihn zum Beispiel in solchen Filmen sehen wie Lizenz zum Heiraten, ein verlockendes Spiel, Away We Go, Auf nach irgendwo, Fremdfischen oder Ruf der Wale, wo er mit Drew Barrymore zusammenspielte. Übrigens, über sie haben wir auch ein interessantes Video. Aber John verlieh auch seine Stimme in animierten Produktionen. In den Jahren 2006, 2009, 2018 und 2019 wurde er wiederum zu einem der sexiesten Männer des Jahres, die vom Magazin People ausgewählt wurden. Im Laufe seiner Karriere hat sich Krasinski auch als ausgezeichneter Regisseur einen Namen gemacht. Doch darüber sprechen wir erst, nachdem wir seine Frau vorgestellt haben, also bleibt weiter dran. Seine Frau Emily Blunt wurde am 23. Februar 1983 in London geboren. Ihr Vater ist Anwalt, ihre Mutter Lehrerin und Schauspielerin und Emily hat noch drei weitere Geschwister. Emily war sehr sensibel als Kind und stotterte. Ihre Mutter nahm sie sogar zu Entspannungskursen mit, aber diese halfen nicht wirklich. Erst als Emily 12 Jahre alt war, schlug ihre Lehrerin ihr vor, bei einer Schulaufführung aufzutreten und bat Emily, ihre Stimme etwas zu ändern. Sie spielte also mit einem anderen Akzent und das Stottern verschwand. Emily liebte die Schauspielerei. Sie besuchte das Hurtwood House in Dorking, eine private Hochschule, die für ihren künstlerischen Lehrplan bekannt ist. Dort trainierte sie Sport, erhielt Gesangs-, Cello- und Theaterunterricht. Ihr musikalisches Debüt gab die Schauspielerin beim berühmten Theaterfestival The Fringe in Edinburgh. Und dann trat sie mehrmals in verschiedenen Theaterstücken auf, wie zum Beispiel The Royal Family, wo sie an der Seite von Judi Dench spielte. Und auf der großen Leinwand? Zum ersten Mal erschien Emily 2003 in Boudica. Aber den Durchbruch in ihrer Karriere brachte der Film Der Teufel trägt Prada, in dem auch Meryl Streep und Anne Hathaway auftraten. Dieser Film ist eine Verfilmung des Buchs von Lauren Weisberg und die Rolle von Emily Carton, der ersten Assistentin von der rücksichtslosen Miranda Priestly, brachte Emily Blunt nicht nur große Popularität unter den Zuschauern, sondern auch die Anerkennung der Kritik und Nominierungen für den Golden Globe und die BAFTA-Auszeichnung ein. Und danach war Emily ständig in den Kinos zu sehen und in solchen Filmen zu bewundern wie Victoria, die junge Königin, Lachsfischen in Jemen, Fast verheiratet, Edge of Tomorrow oder Cesario.
Aber kommen wir noch kurz zurück zu Produktion Der Teufel trägt Prada, denn eins ist echt erwähnenswert. Meryl Streep, die wohl eine der allerbesten Schauspielerinnen unserer Zeiten ist, bezeichnete Emily nach der Produktion als eine der besten Schauspielerinnen, mit denen sie je gearbeitet hat. Was für eine Anerkennung, nicht wahr? Aber dieser Film hat einige Jahre später auch das Privatleben der Schauspielerin völlig verändert. Denn 2 Jahre danach, im Jahr 2008, bahnte sich allmählich etwas in den Sternen an. Während Emily ihr Herz nach dem Beziehungsaus mit dem Sänger Michael Bublé heilte, suchte John Krasinski gerade gar nicht nach der Liebe. Im Gegenteil, er wollte im Moment eher das Leben eines Singles in Los Angeles genießen, wie er das im Interview verriet. Aber zwischendurch sah er sich den Film Der Teufel trägt Prada an und sofort fand er großes Gefallen an Emily. Später scherzte er in Interviews, dass er wahrscheinlich der einzige Mann auf der ganzen Welt sei, der diese Komödie 1 Million Mal gesehen habe. Sie lernten sich schließlich im November 2008 durch eine gemeinsame Bekannte kennen. Angeblich war es Anne Hathaway. Sie besuchten dasselbe Restaurant und John ging auf die Frauen zu, um Hallo zu sagen. Im Programm Late Night with Thess Meyers sagte die Schauspielerin später, dass ihr Treffen ganz gewöhnlich und sogar etwas albern gewesen sei. Denn damals habe er sich nicht zu ihnen dazugesetzt, sondern habe versucht, sie von der Entfernung zum Lachen zu bringen. Und Emily gab auch zu, dass sie sofort wusste, dass er der Richtige ist. Und seine Perspektive? In The Ellen Show verriet er, dass als er Emily damals sah, er sehr aufgeregt wurde und sofort wusste, dass er nun verloren sei. Er habe da gedacht: Oh Gott, ich glaube, ich werde mich in sie verlieben. Also gab er ihr die Hand und sagte: Ich mag dich. Und der Rest ist, wie er das bezeichnete, eine glückliche Liebesgeschichte. Tja, und nun? Obwohl das Paar dafür gut sorgt, die Privatsphäre zu schützen, enthüllen sie in verschiedenen Interviews gelegentlich lustige Anekdoten oder kleine Details über ihre Beziehung. So wissen wir zum Beispiel, wohin John Emily bei ihrem ersten Date mitgenommen hat. Im Programm von Conan O'Brien erzählte der Schauspieler seine damaligen Überlegungen. Denn bei ihrer ersten Verabredung beschloss der Schauspieler, einfach aufs Ganze zu gehen und nahm Emily zu einem Schießstand. Dahinter stand eine etwas unsichere Überlegung von John. Er befürchtete nämlich, dass Emily sich sowieso nicht für ihn entscheiden würde, so wollte er ihr das leichter machen und sozusagen einen guten Grund geben, falls sie ihn wirklich zurückweisen möchte. Aber glücklicherweise ist alles gut gelaufen und im August 2009 verlobte sich das Paar. Der Schauspieler gestand auch, dass er schnell zum Entschluss gekommen sei, dass er Emily schnell einen Heiratsantrag machen müsse, bevor sie selbst erkenne, dass sie einfach jeden Typ haben könne. Und er fügte noch hinzu, dass das ein sehr rührender Moment für beide war, denn er weinte und dann begann sie noch zu weinen und am Ende weinten alle um sie herum. Sie heirateten am 10. Juli 2010 bei einer privaten Zeremonie in George Clooneys Haus am italienischen Comersee. Heute haben sie 2 Töchter, Hazel wurde 2014 geboren und Violet ist 2 Jahre jünger. Tja, und heute sind fast 10 Jahre von ihrer Heirat vergangen und Emily und John gelten immer noch als eines der besten Ehepaare in Hollywood. Was ist ihr Geheimnis? John betonte diesbezüglich, dass es sich doch um 2 Menschen handle, die sich ineinander einfach verliebt haben und nicht um Prominente, die sich bloß getroffen haben. Sie führen ein Leben ohne Skandale und unterstützen sich stets gegenseitig. Emily sagte, dass die Begegnung mit John ihr Leben verändert habe und mit seiner täglichen Unterstützung fühle sie sich unbesiegbar. Denn sie habe das Gefühl, dass an guten Tagen jemand hinter ihr stehe und an schlechten vor ihr. Außerdem haben sie ein sehr erfolgreiches Intimleben. Während der Promotion des Films 13 Hours – A Secret Mission in Benghazi gestand der Schauspieler, dass die Arbeit an seinem Körper und die Verbesserung seines Aussehens auf ihn einen sehr starken Einfluss hatten. Er drückte sich dazu so aus: Emily würde ihn zwar nicht aus dem Bett herauswerfen, denn sie liebe ihn so, wie er sei, aber seitdem er mehr trainiere, fühle er sich viel selbstbewusster und attraktiver. Das kann man auch in der Serie Tom Clancy's Jack Ryan sehen, wo man den Schauspieler ebenfalls ohne T-Shirt bewundern kann. Aber obwohl das Paar eher selten über berufliche Angelegenheiten oder den Ruhm spricht, haben sie gemeinsam einen Film gedreht. Tja, bestimmt wisst ihr, um welche Art von Produktion es sich handelt, oder? Nein? Dann hört mal zu. Nun, 2018 stellte John Krasinski der Welt seinen Film A Quiet Place vor, bei dem er Regie führte und bei dem er auch als Co-Autor und Schauspieler tätig war. Dieser Thriller an der Grenze zwischen Horror und Sci-Fi erzählt die Geschichte einer 4-köpfigen Familie, die gezwungen wird, in völliger Stille zu kommunizieren, ohne eine Stimme oder ein Geräusch von sich zu geben, nachdem mysteriöse Wesen, die auf jedes Geräusch reagieren, das Überleben von Menschen bedrohen. In der Geschichte dieser Familie sah John eine Gelegenheit, etwas Neues im Horror-Kino-Genre zu zeigen. Er wollte nämlich die Vision des Kampfes zwischen Klang und Stille und zwischen Liebe und Angst schaffen.
Als er für den Film warb, sagte er, dass diese Geschichte etwas Furchterregendes, Faszinierendes und auch zutiefst Metaphorisches an sich habe. Bei der Arbeit am Drehbuch habe er sich vorgestellt, damals selbst frisch gebackener Vater, wie Eltern für die Sicherheit ihrer Kinder in einer Situation sorgen können, wenn diese Sicherheit einfach nicht vorhanden sei oder es nicht möglich sei, sie zu erreichen. Kann man überhaupt leben, ohne einen Ton oder ein Geräusch zu machen? Dieser Gedanke sprengte buchstäblich die Fantasie des Regisseurs. Und ihr? Habt ihr den Film gesehen? Wie hat er euch gefallen? Als das Drehbuch fertig war, zeigte John es seiner Frau. Interessanterweise schlug Emily im ersten Moment vor, dass ihre Freundin perfekt für den Film geeignet wäre. Aber als sie den Text zu Ende gelesen hatte, lief sie zu John und sagte ihm, er solle alles vergessen, weil es eine Rolle für sie sei. Später sagte der Schauspieler, es sei gewesen, als hätte sie ihm einen Heiratsantrag gemacht und das sei einer der größten Momente in seiner Karriere gewesen. Und was antwortete er darauf? Er habe einfach nur Ja gerufen. Bis dahin hat das Paar noch nie zusammengearbeitet und obwohl sie natürlich immer ihre gegenseitigen Fans waren, waren sie sich nicht ganz sicher, wie sie es schaffen würden, die Arbeit und ihre Privatsphäre miteinander in Einklang zu bringen. Heute sind sie sich einig, dass alles perfekt gelungen ist und dass es eine intensive und unglaubliche Erfahrung für sie beide war. Später erhielt Emily Blunt den SAG-Preis für diese Rolle und bei der Danksagung wandte sie sich an ihren Mann und sagte, dass sie diesen Preis vollständig mit ihm teile und dass die Zusammenarbeit mit ihm ihr Herz total erobert habe. John erzählte, wie sie sich auf die Arbeit am Set zu Hause vorbereiteten. Er habe auf alles gehorcht, das Geräusch von Besteck oder wenn jemand Schuhe ausgezogen hat. Mit der Zeit wurde daraus ein Spiel, bei dem die Schauspieler versuchten, leise zu sein und sich ruhig aneinander zu wenden. Und wenn einer von ihnen laut wurde, sagten sie sich gegenseitig, du bist erledigt. Emily sagte auch, dass manchmal eine Situation entstand, die ihr total Angst machte und dann wurde sie sofort in das Drehbuch aufgenommen. A Quiet Place erwies sich als großer Erfolg und einer der berühmtesten Filme des Jahres. Mit einem Budget von 17 Millionen Dollar verdiente er weltweit deutlich über 340 Millionen. Stephen King, der Meister dieses Genres, lobte den Film und schrieb auf Twitter, es ist ein einzigartiges Werk. Es ist hervorragend gespielt, aber der größte Star des Films ist immer noch die Stille und das, was die Kamera damit macht. Auf der Erfolgswelle des Films entstanden dann weitere solche Produktionen wie etwa Bird Box mit Sandra Bullock oder The Silence mit Kiernan Shipka und Stanley Tucci, der übrigens privat der Schwager von Emily Blunt ist. Es ist wohl keine Überraschung, dass nach einem solchen Erfolg der Film nun seinen zweiten Teil bekommen hat. Der Film Quiet Place 2 sollte am 20. März 2020 seine Premiere haben, aber aufgrund der Pandemie wurde der Termin verschoben und es ist noch nicht bekannt, wann man ihn sehen kann. John Krasinski versichert, dass man damit abwarten will, bis man den Film gemeinsam sehen kann. Und nun wieder zurück zu euch. Was denkt ihr über die Beziehung zwischen Emily Blunt und John Krasinski? Wartet ihr auf den Film Quiet Place 2 oder ihre anderen gemeinsamen Projekte? Mögt ihr diese Schauspieler? Gebt uns in den Kommentaren unbedingt darüber Bescheid, denn wir lesen gerne eure Meinungen. Und jetzt vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und das Video an eure Freunde weiterzuleiten. Bis bald!